Moin Moin, Bremer FM hier. Dies soll der Start einer Serie an Guides sein, die bestimmte Bereiche des Football Managers kurz und knackig erklären. Der Football Manager kann ganz schön überwältigend sein, wenn man zum ersten Mal dieses Spiel startet oder auch schon ein bisschen länger dabei ist und sich bisher nicht um jeden einzelnen Bereich selber gekümmert hat. Kann es schon mal schwierig werden, bestimmte Bereiche zu verstehen oder ja, den Sinn dahinter zu verstehen. Deshalb dachte ich mir, ich fange eine kleine Serie an Guides mit kurzen Videos, wo ich ein bisschen was zu bestimmten Bereichen erkläre. Und heute wollte ich mit dem Teil Assistenztrainer starten. Assistenztrainer im Bereich Training. Und hier ganz speziell geht es um das Thema Trainerstab zuweisen heute. Das ist die Übersicht. Hier kann man auswählen, welcher Trainer welchen Bereich des Trainings übernehmen soll. Das ist gegliedert in Torhütertraining, Defensiv, Offensiv, Ballbesitz und Fitness. Und dann gibt es da jeweils noch zwei Unterkategorien. Wenn man hier drüber geht, sieht man schon die einzelnen Attribute der Mitarbeiter. Ganz wichtig, der Teil hier unten, einmal die Arbeitsauslastung der Trainer und die Bewertung des leitenden Trainers. Das Nonplusultra wäre hier natürlich überall 5 Sterne und überall gering. Das kriegt man natürlich, außer man ist Real Madrid oder Bayern München, nicht wirklich hin. Von daher gilt es hier, ja, den besten Mittelweg zu finden oder die Möglichkeit zu finden, dass das Maximum aus seinen Trainern hier rauszuholen und seinen Spielern das bestmögliche Training zu ermöglichen. Denn wir können noch so viel Offensivtraining in unseren Trainingsplan einbauen. Wenn wir keinen geeigneten Trainer dafür haben, dann werden die Attribute unserer Spieler nicht so gut oder schnell steigen, wie sie mit einem 5-Sterne-Trainer steigen würden. Von daher gilt es hier, ja, das Maximum rauszuholen mit dem vorhandenen Trainermaterial. Und man sieht hier, für welche Bereiche des Trainings welche Attribute notwendig sind, welche wichtig sind. Das sieht man hier unten, grün eingefärbt. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Ich lösche jetzt einfach mal die komplette Auswahl hier und zeige euch einmal, wie ich bei dieser Geschichte vorgehe. Ihr seht hier schon diese grauen Felder, das sind die Felder der einzelnen Trainer hier in der Leiste, die diese Trainer am besten ausfüllen können. Ich starte eigentlich immer mit Fitness- und Torhütertrainern, weil das ist ziemlich eindeutig. Ich habe einen Torwarttrainer, das ist Gerald Ehrmann, der wird bei mir beide Bereiche des Torhütertrainings ja, abbilden. Bis ich in der Lage bin, mir einen weiteren Torwarttrainer zu leisten, also bis mir der Vorstand genehmigt, weitere Trainer einzustellen. So lange macht das der Herr Ehrmann. Wir haben jetzt hier unten die Bewertung des leitenden Trainers. Das sind 3,5 Sterne. Kurze Information dazu. Wenn ich hier einen zweiten Trainer auswähle, der hat 2 Sterne. Das erhöht die maximale Sternebewertung nicht. Aber es reduziert die Arbeitsauslastung des Trainers oder dieser Trainingseinheit. Und das ist wichtig, das müssen wir im Hinterkopf behalten. Jetzt setze ich hier nochmal eben das Häkchen für meine Fitnesstrainer. Das hätten wir auch. Da haben wir jetzt also 4 Sterne und 4,5 Sterne Training. Das ist schon mal nicht verkehrt. Ich selber habe mich als Trainer so eingestellt, dass ich die Bereiche Angriff, Mentales, Techniken und Taktik mit 20 Punkten ausfülle. Verteidigung und Fitness war mir Wurst. Torwarttraining genauso, Anpassungsmöglichkeiten auch. Ist in diesem Safe nicht so entscheidend, weil ich mit Werder spiele und auch dabei bleibe. Ich werde den Verein nicht wechseln, dann ist Anpassungsvermögen unwichtig. Und dann habe ich halt auf die mentalen Werte noch Wert gelegt, damit ich ein 5-Sterne-Trainer bin. So, ich selber möchte die Bereiche Offensivtraining abdecken, ja, einfach weil meine Werte da am besten zu passen. Das heißt, diese Slots sind jetzt belegt und jetzt muss ich eigentlich nur noch für den Bereich Ballbesitz, Taktik und Technik und Defensiv, Taktik und Technik die bestmöglichen Trainer raussuchen. Hier ist es ziemlich eindeutig. Der Herr Galvao dürfte mein bester Trainer für Defensiv, Technik sein. Wenn ich mir unsicher bin, kann ich hier jeden anklicken und mir deren Sternebewertung angucken. Wolfgang Rolf wäre auch ein Kandidat, hat aber einen halben Stern weniger, von daher fliegen die hier alle raus und der hier hat auch nur 3. Damit haben wir unseren besten Trainer für Technik,
defensiv rausgefunden. Das gleiche machen wir für Taktik. 3 Sterne, 3,5 Sterne, 3 Sterne, 3,5 bei Wolfgang Rolf wieder. Wenn beide das gleiche haben, dann schaue ich mir gerne die mentalen Werte noch an, also Zielstrebigkeit, Disziplin und Motivation. Dann haben wir hier 14, 12, 12 und hier 15, 8, 9. Also eindeutig ist hier Thomas Hellwig der bessere Defensivtrainer für den Taktikbereich. Und jetzt gucken wir uns noch Ballbesitztechnik an. Wolfgang Rolf. Der Herr Leicht hat hier 3. Rolf hat hier 4,5. Und dann haben wir hier noch Velasco. Velasco auch, nee, nicht 4,5, sondern 3,5. Hat auch 3,5, hat wieder die besseren mentalen Werte. Allerdings, Wolfgang Rolf hat die besseren Werte. Ich glaube, ich nehme Wolfgang Rolf. Dann können wir ihn hier für den Technikbereich nutzen. So, wunderbar. Ich glaube, das ist das Maximum, was wir rausholen können. Mehr kriegen wir hier nicht hin. Jetzt haben wir also überall mindestens 3,5 Sterne. Das ist schon mal nicht verkehrt. Häufig sogar 4 Sterne. Im Fitnessbereich sogar 4,5 Sterne. Jetzt haben wir noch ein paar Trainer übrig. 1, 2, 3. Und die verteilen wir jetzt einfach so auf die Bereiche hier, sodass wir die niedrigstmögliche Arbeitsauslastung erreichen. Das heißt, den verteilen wir jetzt hier überall. Der hat jetzt schon ziemlich viele Bereiche. Wir können mal hier den Velasco Fitnesstraining mit unterstützen. Da sind wir schon bei gering. Technik ist auch schon gering. Taktik noch nicht. Hier brauchen wir keinen mehr. Hier muss noch einer hin. Dann sind wir da jetzt auch bei gering. Und Taktik defensiv ist jetzt auch gering. Jetzt haben wir sogar noch einen Trainer hier übrig und der sorgt jetzt leider auch nicht mehr dafür, dass wir im Taktikbereich auf ganz gering kommen. Naja, wir haben trotzdem alle anderen auf gering. Wir werden wohl noch einen weiteren Assistenztrainer brauchen. Ich kann nur aktuell leider keinen weiteren einstellen, weil der Vorstand es mir nicht erlaubt. Aber ein weiterer würde jetzt dafür sorgen, dass wir hier auf gering kommen. Das mache ich jetzt hier nicht, weil wir dadurch hier hinten die Bewertung des leitenden Trainers senken, weil der 2 Trainingseinheiten übernehmen soll. Das ist das Maximum, was wir hier rausholen können. Und das sieht besser aus, als das, was die Co-Trainer-Zuweisung eben erledigt hat. Da waren nämlich diverse 3-Sterne-Einheiten und einige Bereiche nur normale Arbeitsauslastung und nicht gering. Also das ist tatsächlich das Beste, was wir hier rausholen können. Und hier drüber können wir jetzt auch sehen, wo wir noch Verbesserungen für unseren Trainerstab brauchen, wo wir wirklich noch nachbessern müssen. Natürlich kommt es darauf an, was ist uns wichtig, worauf legen wir Wert im Training. Mir würde zum Beispiel, ich habe gute Torhüter-Talente, mir würde ein weiterer Torhüter-Trainer auf jeden Fall gefallen. Das heißt, da würde ich auf jeden Fall nochmal hinterhergehen. Und ansonsten Offensivtechnik können wir eingebrauchen. Ballbesitztaktik und so weiter. Also, das ist dann, steht euch dann frei, welche Bereiche ihr wie verbessert. Aber die Vorgehensweise, die habt ihr jetzt gesehen. So mache ich das. So haben wir jetzt hier annähernd überall gering. Nur ein Bereich ist nur in Anführungszeichen normal ausgelastet. Und somit haben wir das bestmögliche Training mit unseren Assistenztrainern zur Verfügung. So, das war's auch schon mit dem Video. Ich suche mir demnächst mal ein neues Thema aus und starte so eine kleine Serie an Guides. Wenn es euch gefallen hat, freut es mich und wenn ihr ein Like da lasst, dann weiß ich Bescheid, dass ihr es mögt und mach mehr davon. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was ich als nächstes machen soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann nehme ich das auf und gucke mir den Bereich mal an. Ja, bis dahin, ich wünsche euch einen schönen Abend.